Das ist der Klon von der Apple Watch Ultra. Hier mein Fazit nach mehreren Wochen testen und ausprobieren. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Ja, hier mein Fazit. Also für den Preis finde ich sie nicht schlecht. Der Akku hält so gute 2 Tage. Also ich habe die jetzt auch unter Staubbelastung benutzt. Also ich habe für jemanden Fliesen geschnitten und gesägt und ein bisschen was gemacht. Also dass die ein bisschen leiden musste. Man sieht, glaube ich, hier so an einigen Stellen noch ein bisschen die Staubreste. Hier sieht man die Aktivität. Ich habe auch von jemand ein Samsung-Handy. Und das ist praktisch so das Ziffernblatt. Wenn ich jetzt hier so die Taste drauf drücke, dann ist das so. Hier sieht man den 24. und so weiter und so fort. Und man kann das natürlich auch ändern. Hier sieht man Schlafenszeit. Blutdruck kann man messen oder hier Puls. Also ist schon eine Menge möglich. Hier sieht man auch ein bisschen was. Hier hat man so die Einstellungsmöglichkeiten. Hier sieht man, dass per Bluetooth auch die Möglichkeit ist, zu telefonieren. Wenn man hier rüber swiped. Dann hat man hier die Taschenlampenfunktion, ausschalten und so weiter und so fort. Hier hat man zum Beispiel, wenn da Wasser drin ist. Jetzt wird der Lautsprecher und das Mikrofon leer gemacht. Also wie bei der Apple Watch. Oder auch bei einer Samsung Watch. Das bleibt ja gleich, ist ja. Es gibt auch verschiedene Ziffernblätter. Ich habe jetzt hier mal meine Apple Watch zum Vergleich. Es gibt natürlich auch hier einen Nachtsichtmodus, Nachrichten. Wir gucken mal, was ist an. Sport, kommen wir auch gleich hier. Sauerstoff und Blut, Kamerasteuerung, Wetter, Stimmkontrolle. Also ich hole jetzt mal das Telefon dazu. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann seht ihr, werde ich gefragt, was ich möchte. Und hier kommen wir zur Einrichtung. Da müssen wir einmal hier runter, ganz runter. Also man sieht, hier ist viel drin. Auch Temperaturanzeige, ein App Store gibt das hier. Also hier haben wir Stil, Sprache, Bildschirmzeit, Vibration. Und wenn man jetzt hier weiter runter scrollt, dann kommt hier so ein QR-Code. Das müsste mit der Kamera einmal und dann kommt die App drauf. Aber ich habe das ja schon einmal alles vorinstalliert, um zu testen. Also hier ist eine Menge möglich. Klappt vielleicht nicht immer so schön, wie es. Das möchte man klar auch nicht. Also man muss ein bisschen dimmen. Die kann man dann hier ein bisschen hoch machen, ein bisschen runter. Benachrichtigung, Klingelton einstellen. Also ist recht viel möglich. Als Nachttischlampe benutzen, wie gesagt, was andere auch haben. Hier hat man die Möglichkeit, die Uhr zurückzusetzen. Also dann ist sie wieder jungfräulich, sage ich mal so. Und dann hat man hier Schlaf,
Pulsschlag, EKG, Blutdruck, Sauerstoff, Sport, Musiksteuerung, ja, alles, was es so gibt. Auch das kann man klar umstellen, wie, ich sag mal jetzt, wie bei der Watch. Ich habe das jetzt so bei der Apple Watch. Ich kann das ja auch umstellen wie hier. Und wie gesagt, das Schöne ist, das ist der Klon hier in meiner rechten Hand. Auf meinem linken Handgelenk ist die Original Apple Watch Ultra. Sieht fast gleich aus. Hier gibt es na klar keine Kante. Hier merkt man eine kleine Kante. Und wie gesagt, hier gibt es dann auch verschiedene. Hier kann man noch Widgets hinzufügen, was man gerade haben möchte oder was man vielleicht braucht. Bisschen länger drauf. Da hat man jetzt hier die verschiedenen Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal den. Sieht fast gleich aus, aber hier sieht man, wenn ich jetzt das Rädchen drehe, es wird nicht heller, sondern es bleibt so. Wenn ich jetzt hier nehme, mache ich von Nachtsicht auf Tag. Das ist na klar hier jetzt nicht möglich. Also es gibt verschiedene Ziffernblätter. Ja, einfach hier an der Krone drehen. Da kann man sicherlich noch mehr einstellen. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht, weil das für mich jetzt nicht wichtig ist. Und ich zeige euch mal gleich die App, die passende App dazu. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Gesamtdistanz von 2,8 Kilometern gemacht. Wie gesagt, das ist einfach mal, um zu testen. Hier habe ich Tag, Woche, Monat. Dann sieht man jetzt hier diesen grünen Strich. Da habe ich dann knapp 6000 Schritte gemacht in dem März. Hier kann man jetzt auch genauer machen mit Uhrzeit und also macht schon einen Schrittzähler. Ich sag, ab und zu mal hakt das Ding ein bisschen, aber es funktioniert wunderbar. Ja, das ist denn. So sieht die App aus. Hier oben ist dieses Herz. Ich zeige euch das einmal. So heißt das. In Verbindung gebracht, das heißt, er ist mit der Uhr jetzt gekoppelt. Wie gesagt, hier Schlaf, Blutdruck, EKG, hier kann ich denn alles einstellen, auch Sport, kann ich denn jetzt, wenn ich zu Fuß bin, mit Rad, Indoor laufen, Ausrüstung, hier kann ich dann noch ein paar Ziffernblättern machen, also noch mehr Möglichkeiten. Also es gibt na klar schon genügend Möglichkeiten. Also ich habe mich jetzt nicht registriert, deswegen steht hier auch nur Test. Ansonsten kann man sich dafür registrieren. Jetzt kann man die Uhr auch aktualisieren, also das finde ich auch gut. Wir machen das auch einfach mal so. Also insgesamt macht die Uhr für diesen Preis einen echt guten Eindruck. Muss ich mal so sagen. Klar darf ich sie nicht vergleichen mit einer Apple Watch oder von mir aus Samsung oder Fitbit oder wie es alle heißen mögen. Sind aber trotzdem, sie ist echt gut. Wie gesagt, für den Preis kann man nicht meckern. Macht einen soliden, stabilen Eindruck. Hat den Staub recht gut überstanden. Man sollte vielleicht dann das Band mal rausnehmen und richtig sauber machen. Und dann können wir auch einmal den Pulsschlag hier zeigen.
Wenn wir jetzt hier raufgehen, dann sieht man, dass das jetzt hier leuchtet. Das sind jetzt dann sind hier noch zwei andere LEDs. Dann machen wir hier vielleicht mal Sauerstoff. Das sind auch die vier gleichen. EKG. Wie gesagt, das sind dann diese vier grünen LEDs und sind das die beiden Sensoren. Hier sind auch noch zwei Fotozellen oder was das sind. Schwer zu erkennen, auch jetzt in diesem Licht. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt nur mein Fazitvideo nach mehreren Wochen. Wie gesagt, gute zwei Tage, vielleicht so ein bisschen länger hält der Akku. Das ist die Ladeschale. Man sieht, dass es auch noch neu ist oder noch eingepackt ist. Es funktioniert. Ich habe es versucht, auf der Apple Watch draufzulegen. Also auf der funktioniert nicht. Scheint hier eine etwas andere Wölbung zu haben. Aber man hört es. Es ist magnetisch. Wie gesagt, fühlt sich, wie gesagt, soweit ganz gut an. Ob man die Taste, ich habe es jetzt nicht weiter getestet. Ich denke mal, diese Taste kann man auch belegen. Weil im Grunde genommen machen beide Tasten das Gleiche. Und wie gesagt, für den Preis kann man nicht meckern. Also um Gottes Willen hier Atem, Alarm, also Wecker, Taschenrechner, Timer und ist alles, was man so vielleicht braucht oder benötigt, wenn man ein bisschen sich bewegt, auf dem Fahrrad fahren oder laufen oder spazieren gehen. Also man ist schon gut ausgestattet. Ja, das soll es dann auch hier gewesen sein. Ich werde die weiterhin noch mal ein bisschen testen. Vielleicht werde ich dann noch dazu ein Video machen, was ich dann so noch mal in so ein, zwei Monaten rausgefunden habe. Und dann würde ich sagen, dann soll es auch hier gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer River Dave. Und wenn euch das Video gefallen hat, 2 Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und dann, ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao.